Ich habe gesagt, hallo! Und dann habe ich gesagt, ja, das ist kein Retro, also 14, aber ich brauche diesen Mantel, ich brauche ihn, ich bin für ein bisschen Final Fantasy Retro und dann können wir ja nachher ein bisschen raiden. Ich brauche den. Er ist flauschig! So, Entschuldigung. Hi. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich will spielen, lass mich spielen. What have I done? Braucht wer einen Spielstand? Ich habe 20 zur Verfügung. Braucht wer? Wow. Für diesen Mantel, der ist hübsch. Entschuldigung. Ich muss Schatzkarten suchen. Ich will Schätze suchen. Schätze suchen ist auch toll. So, wir müssen hier, glaube ich, erkunden. Ne? 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 Aber kein Spielstand mit Blub im Team. Du weigerst dich ja, ins Team zu kommen. Wir suchen dich ja, aber nie bist du da, wo wir hingehen. Du bist selber schon. Ja, guck mal, da oben ist eine Kiste. Da! Kisten! Entschuldigung. Nein, nein, lass mich hier raus. Lass mich hier raus. Okay, mal gucken, was da an der Tür ist. Ach was, ich bin doch genau da, wo ich sein will. Mikro. Nichts. Nein! Nein! Liebe! Ich brauche meinen Red nur leider drei Gruppen. Die olle Shiva war halt geil alleine, ne? Schön die Musik gönnen. Oh cool, ich habe ein Messer bekommen. Moment, ja, die Frage ist, wie lange noch hier? Wer weiß, wer weiß. Wechsel einfach 14, dann geht's ja. Dann weiß ich, was ich tun muss. Und diese Tanks. Ich muss ständig ausweichen und die Musik gönnen. Aber wenn wir drei Gruppen brauchen, ist das mit dem Raiden halt kacke, wenn ich den Mantel haben will. Den will bestimmt jeder haben. Ja, aber die macht doch Flächenangriffe auf die komplette Map. Die olle Shiva. Augentoppen. Aber hey, Blob. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dich übrigens schon gefunden habe hier in dem Spiel. Klopfen sind halt für jede Gruppe einzeln. Heißt, man muss sich nur mit den anderen kloppen. Alter, ich verprügel die alle. Du hast mich zurückgelassen. Nein, du gehörst zu den Feinden. Du bist übergewechselt. Oh, und das ist mein Bruder. So. Ich prügel Blob wieder zurück auf unsere Seite. Das werde ich tun.
Kiste, Kiste, Tür. Kiste, Tür, Treppe. So, hier ist die Kiste da oben holen. Genau die, Ether. Entschuldigung. Miau. Hey, ich hab den Knopf gedrückt. Hey, ich hab den Knopf gedrückt. Geht doch. Knöpfe mögen mich nicht. Noch eine Kiste. Halt. Potion. Aus dem Weg. Hirni und Parasit. Ist Hirni vom Parasiten befallen? Gibt es dann eine Hirnhautentzündung? Wie war das Sushi? Oh, es war voll lecker. Hat sich voll gelohnt. Ich glaube, ich mache das öfters. Gott, ist gar nicht so schwer, wie es aussieht. Nächstes Mal mit mehr Auswahl. Ja! Er ist dabei, er trinkt. Ein braver Ran. Oh no. Ich muss mir erst was einschenken. Attacke! Hip. Oh, da war ein Kabel. Die Flasche ist noch zu. So, jetzt nicht mehr. Oi, 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 warte, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das. So, warte, warte, es geht gleich weiter. Hey. Bloß nicht gegen das Mikrofon hauen, das wird sonst laut. Aber ihr seid's ja gewohnt. Ich schlage ja ständig gegen. Ich mach das ja nicht mit Absicht. Das sind liebevolle Klapse. So, ein Jungfernkuss. Attacke. Hey, 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 ich hab's zwar gestern schon erwähnt, aber nächsten Monat gibt's neue Emotes. So. Wollte ich nur erwähnt haben. Hey! Wisst ihr, was heute bei mir zu essen gibt? Also gestern gab es Sushi, ne? Heute gibt es Ramen. Ich hole das asiatische Wochenende. Bilderrahmen? Ja, Bilderrahmen. Apropos, wir könnten mal das eine Bild aufhängen. Danke, dass du mich daran erinnerst, Mikro. Aber wir haben gestern noch bis... Wann haben wir den Fernseher noch aufgehangen? 11:45 nachts. Erst mal den Fernseher umhängen. Jo, macht man halt mal nachts, ne?
Yeah, ich kriege Salz geliefert. Wuhu! Und wieder nichts. 23:37 war ich fertig. Ja. Es war laut. Ich habe scherzhalber gemeint, irgendwann klingelt die Polizei und fragt, ob seine Frau noch lebt. Es war laut. Und schlag die meiste Zeit davon im Bett. Hä, mir war kalt. Lass mich. Ich kann dir nicht helfen. Hallo Psydos, wie geht's dir? Das Bett war bequem. Und dadurch konnte ich im... Ich lag im Bett. Ich war die super Hilfe, um abzuschätzen, ob der Fernseher hoch genug hängt. So. Nur deswegen lag ich im Bett. Ich sah zu viel geschlafen, deswegen müde. Oh, das kenne ich. Ich schlafe auch meistens zu viel. Kasper Medica auf mich. Oh ja, warte, ich schick's gleich rüber. Die Titelmail guckt zu, wie ich eine 30 bis 40 Kilo Platte mit einem Meißel nacharbeite, damit alles passt. Ja. Die Steckdose ist jetzt in der Platte versenkt. Na, geht immer. Ja, es geht doch. Genauso wie Moin. Moin geht auch immer. Oder Mahlzeit. Mahlzeit geht auch immer. Oder Achtung, Achtung, ganz klassisch. Hallo. Irgendwo auf der Welt ist es halt gerade Abend, morgen Mahlzeit, genau. Und hoch auf die Zeitverschiebung oder so. Warte mal, doch, das war richtig. Warte, ich will die Karte, gib mir die Karte. Okay, links oben ist noch eine Kiste und da ist die Treppe runter. Nee, dann gehe ich erst runter. Ja. Ich gehe mir erst die Türen angucken. So. So. Guck mal, das Loot. High Potion. Wow, endlich mal eine richtige Potion. Ah, nichts. Aus dem Weg. Versperrt mir nicht die Tür. Morgabenzeit, das neue Wort für alle Zeiten. Wow. Bis morgen habe ich das bestimmt schon wieder vergessen. Nein. Hast du weg? So, da unten ist noch eine Kiste. Ach man. Ich würde auch so gerne Final Fantasy Marathon starten. Aber am 28. Januar gibt es Pokémon. Ja! Ich spiele auch Pokémon. Februar Lost Ark. Nee, Lost Ark spiele ich nicht. War das Februar Horizon, ne? Auch noch im Februar. War doch Februar, oder? 18.02. Ja. Zu viele Spiele. Horizon hat noch Zeit. Nein, wir machen. Wir spielen das. Wir machen Unboxing und wir spielen das. Horizon wird groß geschrieben bei uns. Ja.
25.02. wird es kritisch. Eldenring. Boah, Eldenring kommt auch, ja. Steht aber für den Stream nicht auf der Liste. So, irgendwas kommt noch im März, was ich auch noch vorbestellt habe. Final Fantasy Origins. War das im März oder Mai? Ne, ich glaube, das war Mai und im März war... Oh Gott, von Square Enix. Ich habe den Namen vergessen. Mit den Ringen am Arm. Forspoken, genau. Danke. Ja, das spiele ich auch noch. Oh Gott. Im Mai kommt Forspoken. Okay, dann war März Origins und im Mai Forspoken. Oh Gott, wir haben zu viel vor, Leute. Ich muss mehr streamen. Ich muss kündigen und mehr streamen. Die guckt mich an, als ob ich wüsste, was die alles vorbestellt. Ich weiß ja nicht mal, was ich alles vorbestellt habe. Ja, ich weiß es doch auch nicht. Im Mai kommt Forspoken. Das hast du für mich vorbestellt. Das schenkst du mir zum Geburtstag. Heute weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ich werde es auf jeden Fall spielen. Ich werde jetzt mal nicht davon erzählen, was ich so gelesen habe, was da vorkommt. Man kann in Aprilia Hogwarts Legacy kommen. Oh, aber man kann es immer noch nicht vorbestellen. Wo vorkommt? Bei Origins! Ich sage so, es ist ganz gut, dass wir die alten Teile spielen. Will man das vorbestellen, wenn noch kein genaues Datum bekannt ist? Das ist mir egal, ich würde es auch trotzdem vorbestellen. Dann kommt es halt irgendwann, bis ich es vergessen habe. Und dann bestelle ich es halt nochmal vor. So, Kiste, Tür, Tür, Kiste, Kiste, Treppe runter, okay. Ja, Final Fantasy Origin. Ich schaue auch immer bei Amazon, was ich noch bekomme. Ja. Wobei wir es auch teilweise bei den Publishern selber vorbestellen. Dann ist das schwierig, da irgendwie auf Amazon zu gucken. Ich habe mir auch schon 1000 Mal angeboten, einen Business-Account zu machen. Stimmt, oder bei Saturn? Ja, und sonst überall, ja, das stimmt. Ja, 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 ja. Überblick? Was ist Überblick? Ich guck gerade was. Wann kommt Pokémon nochmal? Am 28. Januar. Ah, dann habe ich ja noch 2 Wochen. Ich muss es nämlich abholen im Saturn. Siehst du, ich habe schon was im Saturn vorbestellt. Ein Kraftstab. Hey Mikro, wäre da was für dich? Jo, hier, gönn dir. Wow, Präzision 99% und Ausweichen 99%. Mikro, bist du überhaupt noch getroffen? Schlägst du überhaupt daneben? Du weißt einfach alle mal aus. Ich möchte wenigstens schon noch über meine Karte, ansonsten hätten wir da echt ein Problem. Ach ja, die Saturn-Karte, ja. Sehr angenehm. Sehr angenehm.
war das? Wir hatten die angemeldet, waren kurz einkaufen, hatten dann instant blau und ich glaube eine Woche später schwarz oder so ähnlich. Wegen der Saturnkarte mache ich alles über Saturn. Hey, die ist halt auch voll praktisch. Kann ich nachvollziehen, Nico? Kann ich nachvollziehen? Etwas länger hat es schon gedauert, aber ich glaube, wir hatten die Maximumkarte 2 Monate, nachdem die Karte draußen waren. Ja, wir hatten gefühlt instant so. Hier ist eine Karte. Ach übrigens, ihr auch alle anderen. Jetzt bestimmt schon 3 Jahre auf schwarz. Jo, ja, seit es die Karte gibt, sind wir auf schwarz. Jetzt auch immer voll toll, im Saturn einkaufen zu gehen und dann warte, ich hab doch die Karte und dann einfach die schwarze hinzulegen. So, hier, guck mal. Ich bin guter Kunde. Behandel mich nett. Nein, hier ist auch nichts drin. Och, Menno, ich will auch noch Loot. Die Türen sind einfach voll der Bait und so irgendwie, ich glaube, von 50.000 Türen waren nur 3 was drin oder so. Ach ja. Welche Türen? Hä? Oh, das ist ein Heilgeist. Ach lol, der hat mich einfach geheilt. Gott, ich kill die einfach. Ups. Darf ich die als Haustier haben? Ist zu spät, oder? Oh, guck mal, eine Flammenrüstung. Hey, Ran, die wäre doch was für dich. Oder auch nicht. Ausweichen runter, Abwehr hoch. Ach komm, ich gönne mir jetzt die Flammenrüstung. Dann ist mir schön warm. Schön warm. Ich meine, seit 2017, aber bis schwarz habe ich etwas länger gebraucht als ihr, glaube ich. Wir werden halt voll übertrieben. Wie gesagt, Karte angemeldet und direkt mal Trockner und alles Mögliche. Das waren schon, ja, das war viel. Setz dich kurz ein paar Runden und Depp, um dich heilen zu lassen. Hey, ich guck nicht mal, was für Gegner da sind. Lese den Chat.